Es hat überhaupt keinen Sinn mehr. Der Wahnsinn hat mich zerfressen. Nee, nee, nee. Leute, das ist das Ende. Das Ende für mich. Nee. Ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Der Hass, die Gewalt. In Spawn City damals. Es macht mich fertig. Nee. Nein. Ich will nicht mehr. Ich bleib jetzt hier. Ich bleib jetzt. Hallo? Wer bist du? Hallo, Santon. Was machst du hier? Milas? Hüter der Zuversicht? Nee, nee, mit dir will ich nicht sprechen. Nein, nein, mit dir will ich nicht sprechen. Was ist denn mit dir los? Erkennst du mich nicht? Hey, ich bin es. Deine Zuversicht. Meine, nein, meine Zuversicht? Nein. Nee, nee. Geh einfach weg. Lass mich in Ruhe. Das könnte und werde ich nicht. Satrun, dieses Verhalten sieht dir nicht ähnlich. Was ist mit dir nur passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe mein Selbst verloren und habe nun aufgegeben. Ich will nicht mehr! Satrun, komm endlich zu dir. Du bist nicht du, der hier spricht, sondern Satris. Ich kenne dich als eine gute Seele und nicht als einen zerstörten Menschen. Satris hat dich manipuliert und die Kontrolle über dich bekommen. Du musst ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Das sagst du so leicht, aber ich habe niemanden mehr und ich bin ein Nichts. Das bin ich wirklich. Milas, versteh mich bitte. Ich bin ein Nichts. Nein, ich... Nein, lass mich. Du bist kein Nichts, sondern du bist einer, der viel bewegen kann. Denk an die Falken. Denk an Matze TV, der dich retten will. Denk an die Lösung, um euch von dort, wo ihr nicht sein solltet, wegzubekommen. Satrun, die Lösung ist zum Greifen nah. Lass mir alles durch Satris zerstören. Ich weiß... Nein. Ah, ah, ich weiß nicht, wer Satris ist, aber er hat so gut wie gewonnen. Was kann ich da nur machen? Du kannst dich wehren, Satrun. Wenn du dich gegen das, was Satris willst, wehrst, dann kannst du alles erreichen. Satrun, kämpfe dich durch dein Seelengefängnis, mein Freund. Was? Wie? Wo? Seelengefängnis? Ich bin in meiner Seele drin? Nein. Ich bin in meiner Seele drin? Brich aus und beende das, was in Spawn City angefangen hat. Verhindere die Zerstörung der Weltbarrieren, um die größte Tragödie zu verhindern, welche Spawn City zerstört hat. Denk an die Falken, denk an Apollo und Lexi, die gegen das Nichts kämpften. Denk an all das Leid und die Qualen, die die Welt zerstörten. Wenn ihr so lange in dieser Welt, wo ihr seid, bleibt, dann wird diese auch zerstört. Milas, du hast recht. Ich kann und werde das beenden, koste es, was es wolle. Gut, Satrun, dann brech aus dem Seelengefängnis aus und verschwinde von hier. Brech aus und begegne Satris im zweiten Geschoss. Ich weiß, dass er auf dich wartet. Aber vergiss nie, dass du ihn nicht vernichten musst. Ich muss ihn nicht vernichten? Was meinst du damit? Du wirst es schon sehen. Nun brich aus und kämpfe dich durch. Ich erwarte dich im nächsten Geschoss. Okay, Leute. Ich bin verwirrt. Das hier
Ja, das stimmt. Matze hat mich in der letzten Folge getötet. Hat das Böse getötet. Und ich bin durch das Böse hier reingefangen. Hereingekommen. Vielleicht war ich schon vorher hier. Das weiß ich nicht. Aber Milas, ich erinnere mich an dich langsam. Du bist einer der Hüter von... Der Hüter von... Nevermind. Das ist egal. Glaube ich. Naja, komm, lass uns ausbrechen. Denn... Oh. Hallo? Da hinten ist eine... Was? Okay. Ich muss hier irgendwie raus, Leute. Warte mal, kann ich die abbauen? Ja, ich kann die abbauen. Oh. Okay. Ah. Der Knopf zur der Freiheit. Und 15 Äpfel. Okay. Warte. Setze ich den hier hin? Oh. Ah. Nice. Milas, wir sehen uns später. Und jetzt erstmal durch das Labyrinth. Okay. So sieht also meine Seele innerlich aus. Auch mal interessant zu sehen, wie meine Seele aussieht. Geht's hier lang? Guck mal, da ist der Ausgang und da... Nee, Leute. Ihr müsst verstehen, ich bin... Nein. Ich werd's euch irgendwann erzählen. Ich muss hier erstmal raus. Ich muss weg von hier. Weg von allen. Ich muss... Die finden. Ich muss zurück. Ich muss Milas töten. Nein, nicht Milas. Sondern Satrin. Wer auch immer der ist. Den muss ich töten. Werde ich dadurch befreit? Vielleicht ist das mein böses Ich auch. Wenn ich es vernichte, werde ich frei sein? Oh Mann, dammit, wo längst geht's hier denn jetzt? Ah. Okay. Der Knopf der Weisheit. Okay, ich muss glaube da hinten durch. Okay. Ich muss hinten durch. Warte mal. Hallo? Kann ich dich ansprechen? Satrin. What? Okay. Sei verflucht, Satrin. Okay. Satrin. Warum bist du hier? Siegfried. Oh Gott, sei Dank. Du lebst. Ihr müsst wissen, Siegfried ist eine Stadtwache aus Spawn City, die ich kenne. Satrin, das siehst du falsch. Ich bin tot, mein alter Freund. Und ich werde nie wieder unter den Lebenden weinen, nur wegen dir. Wegen mir? Aber Siegfried, warum wegen mir? Nun ja, das weißt du doch, Satrin. Wegen deiner Ignoranz und deiner Verachtung gehe er statt wegen. Du und deine Falken haben alles zerstört, was uns eingehörte, nur um dich zum Herrscher zu machen. Ich verfluche dich, Satrin. Wegen dir sind wir hier und du lebst. Wie die Toten von einer Zerstörung. Scheiße. Die Zerstörung. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Nur von meiner Erzählung her. Siegfried, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie, aber ich werde es wieder gut machen. Ob mir das hilft, zweifle ich. Aber ich hoffe, dass du mit Qualen untergehst. Okay, der Dude ist nicht mehr gut mit mir zu sprechen. Und das sind alles ehemalige Wachen. Gott, und ja gut, beeilen kann ich mich ja auch nicht. Scheiße. Ah, das ist... Ach Mann, und so viele... Sei verflucht, Satrin. Oh nein. Oh Gott.
Leute, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte euch nicht töten. Nein. Ich wollte es nicht. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, wirklich. Es tut mir leid. Verzeiht mir bitte. Verzeiht mir. Bitte, tut es. Verzeiht mir. Verzeiht mir. Hier hat irgendjemand gewütet. Warte. Brauche ich den Knopf? Warte. Nichts passiert. Hier fehlt eine Tür. Komisch. Wow! Gott, wo bin ich jetzt? Ah, Milas! Satrun, hervorragend, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon Sorgen, dass du durch die Selbstzweifel und durch deine düsteren Erinnerungen nicht wieder klar wirst. Warte, das waren Erinnerungen? Das waren nicht die toten Seen? Satrun, ja, das waren deine Erinnerungen. Deine schmerzhaften und leidesten, die du hast. Das waren ein Teil der Leute, die durch dein Handeln in Spawn City starben. Oh Gott, nur ein Teil der Toten? Ich fasse es nicht. Du musst aber damit zurechtkommen, Satrun, ob du willst oder nicht. Lebe damit, wachse daran und verhindere, dass es nochmal passiert. So kann deine Seele daran wachsen und zukünftige Herausforderungen. Und dieser... Okay, Dude, Milas, Rechtschreibung ist nicht deine Stärke, oder? In dieser, glaube ich, wolltest du schreiben, Herausforderungen in dieser und in den nächsten Welten, die du erreichen wirst, bewältigen. Okay, warte mal. So können deine Seele und zukünftige Herausforderungen... Ah, verstehe. Moment. In dieser und den anderen Welten? Welche anderen Welten meinst du? Das spielt aktuell keine Rolle. Vertrau einfach darauf, Satrun, dass deine Geschichte gerade anfängt. Nun denn. Vor dir liegt ein Irrgartenausgang, die du durchqueren musst. In diesem findest du drei Schlüssel, die dich weiterführen werden. Finde diese und so gelangst du zum nächsten Geschoss, wo Satris auf dich wartet. Okay, Milas. Ich werde diese Schlüssel finden. Verlass dich darauf. Aber um die Schlüssel zu bekommen, musst du deinen Mut beweisen, Satrun. Du wirst sehen, was ich meine. Ich warte am Tor auf dich. Viel Glück. Wieso kommst du nicht mit, Dude? Mensch! Jetzt muss ich ja alleine wieder durchgehen. Und ich höre schon die ganze Zeit Lava hier. Oh.